Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrter Künstler Klaus Strahlendorf, sehr geehrter Axel Flörke, zweiter Kulturreferent, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im schönen Altstadtsaal der Feierbank Landsberg-Ammersee. Schöne Grüße auch von Herrn Jörg, der diese Woche abwesend ist und deshalb leider heute nicht da ist. Ja, es freut mich ganz besonders, dass du heute da die Ausstellung machst, die Farbe Rot. Erzähl auch mal die ganzen Bilder, die du malst. Sehr schön. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich übergebe das Wort an Klaus. Ja. Also nur ein paar Sätze zur Farbe Rot. Rot ist ja die Farbe, die sehr emotionsgeladen ist und in uns sehr viele Gefühle hervorbringt von Liebe. Rotes Herzchen und der Liebesbrief oder das rote Feuer, die Wärme, die untergehende Sonne, das ist alles sehr romantisch. Aber es kann natürlich auch sehr, sehr heftig werden, ne? Wenn man zum Beispiel rot sieht vor lauter Zorn oder die rote Fahne der Revolution. Und deshalb ist die Farbe Rot die, die uns am meisten bewegt. Und das war für mich einfach mal ein Thema, weil das auch Rot ist momentan so, ich habe so einen unterschwelligen Power, den ich einfach mal loswerden muss. Und deshalb habe ich die letzten Monate nur in Rot gemalt oder auch mit schwarzem Hintergrund, damit das Rot noch ein bisschen heftiger rauskommt. Ja, und sonst sollte ich halt jeder seine eigenen Gedanken machen dazu und selber in sich spüren, was für Emotionen das bei jedem auslöst. Darum möchte ich euch bitten, schaut es euch genau an. Das war's. Ja.